Hallo und herzlich willkommen. Heute üben wir das bisher Gelernte. In ADAMUS sind das die Lektionen 7 bis 18. Aufteilung des Videos. Zuerst übersetzen wir einige Sätze zusammen. Danach könnt ihr alleine übersetzen. Natürlich seht ihr danach die Lösung. Die Sätze stammen aus ADAMUS, hängen aber nicht immer zusammen. Der erste Satz, den wir übersetzen, ist Cicero dicet, venite, marcet Quinte. Cicero ist ein Name und heißt einfach Cicero. Danach springen wir zum Verb. Das ist in dem Fall dicet. Dicet heißt, er sie es spricht. Wir wissen aber schon, dass Cicero das tut, also heißt dieser Teil, Cicero spricht. Venite steht im Imperativ. Zur Erinnerung, der Imperativ ist die Befehlsform. Venite kommt von venire, welches kommen heißt. Der Imperativ Singular ist veni, der Imperativ Plural ist venite und heißt kommt. Der Satz ist also bis jetzt, Cicero spricht, kommt. Marcet Quinte ist der Vokativ und heißt einfach Marcus und Quintus. Der Satz heißt also, Cicero spricht, kommt Marcus und Quintus. Der nächste Satz ist Habitationes quas locas male sunt. Insula quas edificas iterum adque iterum ruun. Schauen wir uns zuerst nur den ersten Satz an. Habitationes quas locas male sunt. Quas locas lassen wir zuerst aus, weil dieser Satzteil ein Nebensatz ist. Habitationes heißt die Wohnung. Danach springen wir wie gewohnt zum Verb. Sunt heißt sind. Danach schauen wir uns noch das letzte Wort im Hauptsatz an, male. Male heißt schlecht. Der Satz heißt also ohne den Nebensatz, die Wohnungen sind schlecht. Schauen wir uns jetzt den Nebensatz an. Quas heißt die. Locas heißt du vermietest. Der Satz heißt also, die Wohnungen, die du vermietest, sind schlecht. Schauen wir uns jetzt den nächsten Satz des Satzblocks an. Insula quas edificas iterum adque iterum ruunt. Quas edificas lassen wir zuerst aus, weil dieser Satz da wieder ein Nebensatz ist. Insule heißt die Wohnblöcke. Wieder springen wir zum Verb, also ruhend. Ruhend heißt stürzen ein. Schauen wir uns jetzt wieder die letzten Wörter im Hauptsatz an. Also iterum adque iterum. Iterum heißt wieder. Adque heißt und. Iterum heißt wie eben wieder. Nun müssen wir ein an das Ende des Satzes setzen, um einen deutschen Satz zu bilden. Zuletzt übersetzen wir den Nebensatz. Quas heißt wieder die. Und edificas heißt du baust. Der ganze Satzblock heißt also, die Wohnungen, die du vermietest, sind schlecht. Die Wohnblöcke, die du baust, stürzen wieder und wieder ein. Cicero sagt, Itaque consul semper in periculo mortis eram. Cicero heißt wie gewohnt Cicero. Itaque heißt daher. Darauf springen wir zum Verb und übersetzen dieses. Eram heißt ich war, beziehungsweise war ich. Wenn wir nun einfach Konsul und Semper übersetzen, würde der Satz Daher war ich Konsul immer keinen Sinn ergeben. Ohne Konsul würde der Satz jedoch Sinn ergeben. Wir erinnern uns, wenn ein Wort nicht richtig in den Satz zu passen scheint, könnte es ein Substantiv als Prädikativum sein. Wir übersetzen es mit als. Der Satz heißt also bis jetzt Cicero. Daher war ich als Konsul. Semper heißt immer. In pericula heißt in Gefahr. Mortis heißt des Todes. Der ganze Satz ist also Cicero, daher war ich als Konsul immer in Gefahr des Todes. Man könnte aber auch in Gefahr des Todes mit Todesgefahr übersetzen. Der nächste Satzblock ist Cicero. Te manu mitto tiro, acipe ami pileum, bene tibi convenet, gaude tiro, nunc tibi vita libera est, gaudete vos quoque, amici. Wie gewohnt teilen den Satzblock in Sätze auf. Der erste Satz ist Cicero. Te manu mitto tiro, acipe ami pileum. Cicero heißt, wie wir schon längst wissen, Cicero. Te heißt dich, manu mitto heißt ich lasse frei. Um einen deutschen Satz zu bilden, müssen wir das Dich in die Mitte setzen. Also, ich lasse dich frei. Tiro ist ein Eigenname und kann einfach ins Deutsche übernommen werden. Acipe ist der Imperativ Singular von acipere und heißt nimm. Ame hatten wir im Video Personalpronomia speziell besprochen, was von mir heißt. Pileum heißt die Filzkappe. Die Filzkappe war das Zeichen eines freigelassenen Sklaven. Die nächsten Sätze sind Bene tibi convenet, gaude tio. Im Satz Bene tibi convenet befindet sich kein Subjekt. Fangen wir deshalb bei dem Verb an. Convenet heißt, er sie es passt. Da sich convenet auf die Filzkappe im letzten Satz bezieht, übersetzen wir mit sie passt. Nun stellt sich die Frage, wem oder was etwas passt. Die Antwort darauf gibt Tibi, dir. Bene heißt gut. Der Satz heißt also, sie passt dir gut. Gaude ist der Imperativ von gaudere und heißt freudig. Tiro kennen wir schon. Die Sätze heißen also, sie passt dir gut. Freu dich, Tiro. Die letzten Sätze des Satzblocks sind Nunc tibi vita libera est. Gaudete vos quoque, amici. Nunc heißt nun. Tibi steht im Dativ, zudem haben wir es im Satz. Es handelt sich also um den Dativus possessivus. Wir übersetzen also mit gehört dir.
Vita heißt ein Leben und Libera bezieht sich auf Vita und heißt frei. Der Satz heißt also, nun gehört dir ein freies Leben. Gaudete ist der Imperativ von Gaudere und heißt mit vos, freut euch. Quoque heißt auch und amice heißt Freunde. Der ganze Satzblock heißt also, Cicero, ich lasse dich frei, Tiro. Nimm von mir die Filzkappe. Sie passt dir gut. Freu dich, Tiro. Nun gehört dir ein freies Leben. Freut euch auch, Freunde. Der vorletzte Satz, den wir zusammen übersetzen, ist Etiam Marcus clamavit. Gaudemus te incolumem esse. Etiam heißt auch. Marcus ist ein Eigenname und kann ins Deutsche übertragen werden. Clamavit heißt er sie es schrie. Da Marcus das Bezugswort ist, können wir er sie es weglassen. Gaudemus heißt wir freuen uns. Schauen wir uns nun drei Wörter genauer an. Te steht im Akkusativ. Gaudemus ist ein Kopfverb und es ist ein Infinitiv. Es handelt sich also um ein ACI. Wir übersetzen ihn mit das. Der Satz heißt bis jetzt, auch Markus schrie, wir freuen uns, das. Schauen wir weiter. T würde eigentlich dich heißen. Da T aber in der ACI-Konstruktion ist, heißt T du. Incolumem ist ein Adjektiv und heißt unversehrt. Auch esse befindet sich in der ACI-Konstruktion. Da wir schon das Personalpronomen haben, also du, müssen wir mit bist übersetzen. Der letzte Satz ist Kikaro. Patrum himulta docuit, quae nondum cognovera. Wie wir ja schon 100-mal gesehen haben, können wir Kikaro einfach ins Deutsche übertragen. Auch Patro ist ein Eigenname im Nominativ. Wir können also gleich verfahren. Danach springen wir zum Verb. Docuit heißt er sie es lehrte. Da sich das Verb auf Patro bezieht, können wir wieder er sie es weglassen. Me heißt mich. Multa kommt von multi, ea und heißt viele. Das Adjektiv kann im Neutrum Plural vieles heißen. Multa steht im Nominativ bzw. Akkusativ Plural. Deshalb übersetzen wir mit vieles. Quae bedeutet das. Darauf springen wir wie gewohnt zum Prädikat. Cognoveram kommt vom Verb cognoscere, cognosco, cognovi, welches kennenlernen, erkennen und im Perfekt wissen, kennen heißt. Da cognoveram im Plusquamperfekt steht, übersetzen wir mit ich hatte gewusst, gekannt, bzw. in diesem Fall, um einen deutschen Satz zu formulieren, ich gewusst, gekannt hatte. Zum Schluss müssen wir noch nondum übersetzen. Nondum bedeutet noch nicht. Der Satz bedeutet also Kikaro. Patro lehrte mich vieles, das ich noch nicht gewusst, gekannt hatte. In diesem Fall macht jedoch die Übersetzung, ich gekannt hatte, keinen Sinn. Nun könnt ihr alleine übersetzen. Pausiert dafür bei jeder neuen Folie das Video. Um zu pausieren, habt ihr pro Folie 3 Sekunden Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat euch gefallen.